Guten Tag, mein Name ist Sabine Hering. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse haben an unserem Projekt Frauen ins Licht. Bei diesem Projekt geht es uns darum, in diesen dunklen und auch finsteren Zeiten einen Weg zu finden, auf Potsdamerinnen aufmerksam zu machen, in Zeiten, in denen man keine Ausstellung machen kann, keine Veranstaltung machen kann. Deshalb haben wir diese Idee gehabt, die Stadt zu illuminieren in den Abendstunden und 5 Frauen zu zeigen, die es verdient haben. Wir hätten das Projekt nicht machen können ohne die Kooperation mit der Potsdamer Bürgerstiftung. Und ich gebe jetzt weiter an die Kollegin Marie-Louise Glahr. Danke, liebe Sabine. Ich freue mich, dass wir unter dem Dach der Bürgerstiftung dieses tolle Projekt realisieren können und so viele aktive Frauennetzwerke in Potsdam daran mitgewirkt haben. Wir beleuchten das Schaffen, die Berufe und auch die Berufung dieser 4 vorbildlichen Frauen. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel dieser Zeit bringen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich bin Jeanette Toussaint und ich habe zusammen mit Stefanie Schuster die Podcasts vorbereitet zu den 5 Frauen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt diese 5 Frauen ins Licht rücken können. Es ist ja nicht so einfach, es gab ja viele tolle Frauen. Wir haben uns aber entschieden, die 3 Frauen zu nehmen, nach denen auf dem Alten Markt Straßen benannt werden, wenn die Häuser dort und die Straßen fertig sind. Und eine Frau, die ich auch sehr schätze, Johanna Just, nach der das Oberstufenzentrum benannt wurde in der Berliner Straße. Und Hertha Hammerbacher, eine Frau, die hier fast in Vergessenheit geraten ist. Und ich als auch gelernte Gärtnerin freue mich sehr, dass sie an diese Wand projiziert werden wird. Was wir gemerkt haben bei dem Podcast, es gibt große Forschungslücken, was die Frauengeschichte betrifft, sei es die Mädchenbildung oder auch die ganze Netzwerkgeschichte zwischen den Frauenvereinen möglicherweise. Und ich glaube, da gibt es einfach noch eine Menge zu tun in den nächsten Jahren. Willkommen bei Potsdamerin ins Licht. Ich bin Martina Traut, die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Potsdam, und freue mich riesig über dieses tolle Projekt. Gerade weil die Geschichtsschreibung ja hauptsächlich Männer in den Mittelpunkt rückt, ist das ein Projekt, wo es um die Frauen geht, weil Potsdam hat viele hervorragende Frauen, die viel für die Stadt getan haben, und eine davon ist Johanna Just. Johanna Just ist Pionierin der Mädchen- und Bildungsarbeit. Und sie hatte die Vision, dass Frauen ja nicht nur für einen blitzeblanken Haushalt zuständig seien und für das Wohlergehen ihrer Gatten, sondern dass Mädchen und Frauen selbst arbeiten und auch Bildung haben sollten. Und sie gründete die Mädchenschule, die staatliche Gewerbe- und Handelsschule hier in Potsdam. Sie war eine Vorreiterin für Frauenrechte, eine Wegbereiterin für alle Potsdamerinnen. Und ich freue mich, dass sie heute und hier mit diesem Projekt ins Licht gestellt wird und nicht vergessen wird. Ich sage herzlich willkommen für diese wunderbare Initiative Potsdamerinnen ans Licht hier im Zentrum von Potsdam. Mein Name ist Angela Hoffmann, ich bin die Leiterin der Potsdamer Kleistschule, und man kann sagen, so über die Straße machen wir eine Kooperation, und das ist nicht die erste mit der Bürgerstiftung Potsdam. Ich denke, dass sich sehr viele Initiativen in Potsdam in der Stadtgesellschaft vernetzen sollten, und das ist ein wunderbares Beispiel, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, für diese Stadt. Potsdamerinnen werden ans Licht geholt, besondere Potsdamerinnen, und ich hoffe, dass dieses Licht auch sehr, sehr viele anziehen wird. Und es sind Potsdamerinnen, die hier vorgestellt werden, nacheinander 5 besondere, intelligente, edle Frauen, will ich mal sagen, die förmlich ihr emanzipatorisches Herz in die Hand genommen haben und sehr viel für die Frauen und für die Mädchen getan haben, sowohl im Privaten, aber auch im Gesellschaftlichen. Und ich denke, das ist heute immer noch ein Thema, dass jahrhundertelange Rollenverständnisse, patriarchalische Strukturen nicht einfach so weg sind und gerade in Krisenzeiten sich immer noch mal wie ein Brennglas auch diese Probleme zeigen werden. Und insofern hoffe ich und wünsche allen eigentlich, dass die Potsdamerinnen und die Potsdamer dieses Geschenk hier annehmen, sich informieren und dass möglichst viele Frauen die Möglichkeiten, die da sind, erkennen, auch für die Möglichkeiten
streiten und dass die Frauen ermuntert werden. Und ich will etwas sagen, vor allen Dingen sich selbst ermuntern, hier gesellschaftlich auch Verantwortung zu übernehmen. Und in Potsdam gibt es ja die Initiative Frauenwahlrecht, die hier auch dieses Angebot bringt, die Bürgerstiftung und auch der Verein Frauen aufs Podium. Und insofern hat Potsdam einiges zu bieten und ich hoffe, dass noch viel, viel kommt in der nächsten Zeit. Sie haben in Potsdam Mädchenschulen gebaut, Politik gemacht, Gärten angelegt, Parteien gegründet und auch damit der Stadtgesellschaft zahllose wohltätige Dienste erwiesen. Kurz, sie haben Spuren hinterlassen, die auch heute noch in das Herz unserer Stadt führen. Wie genau sie das gemacht haben und was von diesen buchstäblich leuchtenden Vorbildern auch heute noch zu lernen ist, das hören Sie auf unserem Podcast. Potsdamerinnen ins Licht. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns darauf. Ihre Stefanie Schuster.